schneid es zusammen. Nicht so viel tröppeln. Da verschüttet er den ganzen Halbstoff schon wieder. Ich habe keinen Halbstoff. Das ist einfach so, wenn man älter wird, dann verschüttet, vertröpfelt man. Ja. Hallo meine Single Cast schlürfenden Whisky Nerds. Ach, da ist die Kamera. Nee, sonst, ich muss tatsächlich sagen, in meinem Whiskyzimmer, Franz kennt's, steht die Kamera so weit weg von meinem Gesicht. Okay. Und dann kann ich auch genau erkennen, was auf dem Display passiert, und jetzt ist die halt da hinten. Und keiner sieht, was passiert. Jetzt kannst du gar nicht erkennen, was passiert. Ja, dementsprechend muss man jetzt auch meine ganzen Pickel nicht sehen. Das ist eigentlich ein schöneres Format. Wir sind heute auf Achse in. Dürfen wir das verraten? Ja, kann ich sagen. Da, wo Alpakas gezüchtet werden. Ja, wir wollen ja keine Details nennen, wo Alpakas gezüchtet werden und die Leute alles mit Sch aussprechen. Wir können ja auch einfach sagen, wir waren in Schwetzingen. Wir waren in Schwetzingen auf der Whisky-Messe, genau. Und jetzt befinden wir uns eine halbe Stunde später woanders. Im Garten. Und der Gastgeber ist auf die doofe Idee gekommen. Ja, genau, der Gastgeber hat, genau, ich mache ja, sonst habe ich immer Samples, heute habe ich ausnahmsweise mein Großsample, ihr habt es ja am Bild schon. Auf der Teststrecke haben wir den Killer Bright Killer, irgendwas mit Unroyal Froggy, Lafroig, irgendwas, so, mit 52,6%. Und wie üblich bei Slowdrink-Flaschen steht da kein Alter drauf, weil ja, Pitt hat da eine gewisse Herangehensweise, wie er die Whiskys finisht. Und ja, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, fragt lieber Pitt selber. Nicht, dass ich irgendwas ausplaudere, was man gar nicht ausplaudern soll. Wobei hier hinten steht schon drauf: CV-Wetting. Ja, ist offenes Geheimnis, was da drin steckt. Gibt genug Hinweise, welche Destille dahinter sich versteckt, aber ich habe bei dem alten Video schon mal gesagt, dass ich da nicht drüber reden will, wenn es nicht auf der Flasche draufsteht, deswegen spare ich es mir. Das könnt ja ihr machen. Ja, nicht schüchtern sein. Ja, warum? Es steht ja im Endeffekt drauf. Man riecht es, genau. Man riecht es, dass ein Luffy ist. A, man riecht es und B, steht es drauf. Ja, die Bezeichnung Frog gab es ja schon öfters. Naja. Und es gibt ja nicht nur die Williamson, die abgefüllt werden, es gibt ja auch die Lafroigs, die abgefüllt wurden schon. Und die Bessie. Und die Bessie, ja, die hier genau, oben drauf, die Bessie ist auch noch drauf ist. Ja, gut, ich glaube, du bist jetzt auf dem Bild. Ja, naja, wir haben jetzt noch... Kann passieren. Ich bin schon wieder weg. Naja, und wir müssen sagen, wir hätten die Flasche eigentlich noch länger ruhen lassen sollen. Aber wir geben ihm jetzt halt mehr Luft. Es kann nicht sein, dass ich das Video ein bisschen komisch zusammenschneide, aber was soll's. Ein bisschen Luft hat die Flasche ja eh. Ich habe es ja extra aufgemacht vor 2 Tagen, habe 30 cl rausgetrunken. Rausgetrunken, damit der Luft ziehen kann. Also er zieht schon wieder echt. Da zieht er die Fäden. Also. Als hätte er ein bisschen Olivenöl dazu gekippt. Oh Gott. Naja, wir kamen, also auf der Messe hatte ich einen Malt, der mir jetzt in der Nase zugänglicher war als der hier. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen Zeit. Der wechselt sich aber jetzt schon extrem. Ja. Hulk Smash. Wie andächtig geschnuppert wird. Ja, was habt ihr jetzt? Groß? Also ich habe schon Laffy, also diese Art, ja, Heftflasche. Am Anfang ein bisschen, aber auch ist nicht so brutal. Der Rauch hat er komplett weg. Nicht mehr. Aber ich erwarte später noch kräutriger. Ich glaube, dass er noch kräutriger wird. Ich habe so Rosinenbrötchen. Ja, das ist so, eher, also mit, es zeigt sich jetzt eher, auf jeden Fall, es zeigt sich eher der Laffy mit klaren Sherry-Noten. Also.
Und du, alte Frau, was sagst du dazu? Die alte Frau. Magst du wohl? Ja. Wir haben ja auch im Publikum. Was noch die junge Nase? So ein bisschen auch allerdings. Ne? Schnaps. Schnaps, nein. Kuchenboden. Ja, der Erdbeerkuchen, Kuchenboden zum Kaufen. Ja. Ne? Wenn man die Packung frisch aufzieht, kommt so leicht ein Biskuit. Auf jeden Fall Arsch wie nach vorm ersten Schluck. Ja, da in dem Sinn halt Bestandteile drin, die teilweise aus den 60er stammen. Und die sind halt einfach durchreagiert. Ja, durchoxidiert. Und das schadet so den Rauch, den Lafroy-typischen Rauch, nicht ganz so. Sie haben aber früher auch nicht so extrem Rausch abgefüllt. Gebrannt meinst du? Genau. Die alten Abfüllungen, die waren alle gar nicht so krass rauchig wie jetzt die letzten 20 Jahre. Weißt du, was sie umgestellt haben? Ich meine, Pitt wüsste jetzt gleich wieder, wo uns die Geschichte erzählt hat mit Artbeck, dass die da irgendwie verstopftes Abflussrohr hatten. Abgasrohr. Ja, also wann sie umgestellt haben, weiß ich jetzt nicht genau, aber es war so, es müsste um die 2000er rum gewesen sein. Plus, minus. Habt ihr jetzt schon getrunken? Oder nein, muss ich? Nein. Na, dann passt ja. Dann auf jeden Fall ist die Nase sehr gefährlich. Ja, ja. Also und die 52% Alkohol, also ich hab schon eigentlich gar nicht. Und? Ja, er hat ja gesagt, der Geruch ändert sich auch sofort, wenn man. Kann man sich dran gewöhnen. Ja, das Problem ist, wenn man sich dran gewöhnt hat, dann ist einem das Leben nicht mehr froh. Weil das Zeug wächst leider nicht nach. Ja, sowas kriegst nimmer. Nee. War auch, also ich muss auch sagen, es war ganz angenehm, im Founders Club mit dabei zu sein. Mit Vorkaufsrecht, beziehungsweise halt dem einzigen Kaufsrecht. Oder Hauptkaufsrecht. Genau. Und dann kam das Ding einfach per Post und fertig. Ja, zwischendurch mussten wir noch ein paar Euro bezahlen. Ja gut, Geld, was ist schon Geld heutzutage? Ist ja eh nichts mehr wert. Wie hat es der Dirk vorhin so schön ausgedrückt? Ein blauer Schein, bitte. Oh. Der Fünfer ist eigentlich auch blau, oder? Ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Gut, dass die Whisky-Welt so viele Dirks hat, ne? Jetzt wissen wir nicht, welchen Dirk gemeint ist, aber wir meinen Boom. Ja. Den jungen, charmanten Whisky-Opa. Ich habe auf jeden Fall vorhin festgestellt, dass ich noch nicht am Schluss war. Das ist ein riesiges Ding. Ja. Das ist Wahnsinn. Bei Location richtig gut. Wir waren jetzt auch nicht im Schloss, wir waren beschäftigt, aber Location ist schon richtig gut gemacht. Das ist der Schloss gar nicht so groß wie von da vorne von bis. Ich war nur immer auf dem Schlossplatz oder so. Du gibst ja da war ich schon Kaffee nebenan. Auf dem Philipp Poisel Konzert war ich da schon mal. Oh, ich muss Sommer etwa Zimmer haben. Wir können ja trotzdem noch weiter riechen. Ein kleiner Schluck könnten wir aber schon jetzt mal. Aber jetzt hat er sich schon. Du hast gesetzt. Also jetzt kommen auch ein bisschen die Kräuter. Jetzt kommen die Kräuter. Was ist das, Ricola? Ja. Ricola. Die Schweizer Wort. Jetzt muss ich Werbung einblenden. Nein, die Frische hat auf jeden Fall drin. So, nicht ganz Münze, aber so eine frische Runde. Mhm. Das erkennt er noch, nachdem er Mutzke reingehauen hat. Meine die Frische habe ich auch so. Ja. Wie so eine, ja. Pitt sieht das Video irgendwann und denkt sich, was haben die denn da in meinem Whisky entdeckt? Ja, jeder hat eine andere Nase. Also dann Slunch. Ja, ich trinke jetzt auch mal einen. Also. Slunch. Ho. Reichhaltig. Reichhaltig, sehr ölig. Also richtig. Und da merkst du so ein bisschen den Rauch. Ja. Nicht viel, aber so ich das richtig, ja richtig schon, heftig. Also ich finde das ja schon recht. Also ich habe weniger Rauch erwartet bei dem Alter. Ja, für die Nase hast du eigentlich noch weniger erwartet, aber. Vielleicht hat er ja ein paar hier ganz frische Quartercasts reingeschüttet. Luffy Select. Genau, Luffy Select. Und den Alkohol merkst du auf der Zunge. Und extrem ölig. Also ja, richtig ölig, extrem. Ist richtig fett so.
Und er bleibt extrem im Mund. Mhm. Ja, im Mund das schon. Ja. Kräuterfrüchte. Also. Ja, ja, ist schon gut gemacht. Also ich bin jetzt noch nicht ganz bei gewissen anderen Whisky-Leuten, die die Möwe vom ersten Platz geschossen haben. Noch nicht. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Aber die Möwe gefällt mir extrem gut. Wir müssen die Möwe jetzt... Genau, die Möwe dagegen probieren. Hint, ja. Hint. Hat jemand noch eine Möwe? Weiß nicht. Hat doch jemand eine offene? Also wenn ihr da draußen noch eine offene Möwe habt, genau, könnt ihr die uns gerne spenden. Nicht spenden, wir würden ja sogar... Wir würden sogar bezahlen dafür. EK plus Versand. Ich würde da schon praktisch... Alexander, falls du das siehst, ich würde einen Bestattungsvertrag machen. Nein. Das darf man ja nicht sagen. Ne? Ach, weißt du, so. Wer oder was ja, ist ich Möwe? Ich kenne nur Simson Schwalbe. Ja, ach ja, ja. Dich kriege ich auch noch. Ich weiß, wie du. Entschuldigung, ich mache dann Piep. Jetzt ja. Wissen wir es, ja. Das dürfen wir nicht sagen. Ansonsten ist Werbung. Was hat er? 6 Stück? Mhm. Zu viele. Ja gut, jetzt kann man es auch über die Whisky Base raussuchen. Der hat auch 6 Kilbride oder 7. Schon total gefällt. Und ich hatte auch genug, aber ich habe jetzt schon wieder 3 weniger. Ja gut, du hast ja wieder... Oder 4. Du hast ja Bier gekriegt, die Leute hatten keinen und haben es verpennt und jetzt hast du abgegeben. Zum EK. Du solltest doch deine Founder-Mitgliedschaft finanzieren durchs Flippen, Zimmi. Sehr süffig. Süffig. Ja, gefällt mir auch gut. Jetzt in der Nase ist so ein bisschen der Lafroig am, also weg. Ich meine natürlich der Killer Bright weg. Entschuldigung, er hat mich beeinflusst. Ich finde, der kommt jetzt immer mehr. Ja, ich habe jetzt den Sherry mehr. Mhm. Was ich probiert habe, habe ich auch mehr Sherry gehabt. Jetzt, ich habe nur mal einen ganz kleinen Schluck genommen und jetzt ist er wieder auf der Luffy-Seite. Ich sag's jetzt einfach, ist jetzt wurscht. Ich mache einfach, immer wenn der Zille sagt, mache ich Piep. Okay. Dann hört man die ganze Piep, 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 Piep. Also er ist eindeutig auf der Frog-Seite. Ja, auf der Frog-Seite. Piep, Piep, ja. Wenn wir den Namen nicht nennen dürfen, müssen wir halt... Nein, ihr dürft es echt wissen. Ich hatte heute meinen Spaß. Also, dass ich einen Springer 30 probieren konnte, war ein bisschen verrückt, aber... Ja. Aber gut. Und ich habe mir für so ein Glas 65 Euro bezahlt. Und wenn du in 5 Jahren auf die Messe gehst und zahlst du fürs... So ein Glas von dem auch 65 Euro. Ja. Nein, der Volkswagen heute auf der Messe an irgendeinem Stand? Ja. Was haben sie wollen? 700 Euro Flaschenpreis war es, umgerechnet. Ja. Zwar. Ja. Was hat der damals kostet? 100 irgendwas, gell? 189. Also den Volks hatte ich ja auch probiert, aber du, zwischen dem Volks und dem sind schon... Ja, Welten. Ja. Welten. Also gerade zum Start gleich, ja. Ich muss sagen, der Volks hat mit Luft extrem hinten nach gewonnen. Ja. Wenn also jetzt der noch extrem hinten nach gewinnt, oh je. Der Volks war richtig gut. Ja. Aber kommt nicht an den Möwe ran, finde ich. Ja, aber der könnte ich mir vorstellen, der kommt schon relativ nah dran. Aber frisch aus... Also ganz frisch aufgemacht war der Volks. Für mich, da habe ich ja gleich probiert, ein Sample zu bekommen, war, ich dachte, okay. Und jetzt dann mit Zeit und mit Luft. Na gut, also man muss ja sagen, eigentlich hat er bei dem auch gesagt, also die Flasche ist gebottelt worden vor 2 Wochen, glaube ich. Ja. Ja. Und jetzt haben sie das noch ein bisschen mit dem Versand rausgezögert und jetzt war es ja so, Donnerstag ist die eigentlich bei jedem aufgeschlagen, der bestellt hatte. Und eigentlich soll man die jetzt noch 6 Wochen mindestens eigentlich stehen lassen. Ja, oder Luft, vor oder, allem genau. Luft dran lassen. Genau. Das habe ich ja gleich gemacht. Ja gut, man muss auch sagen, das Interesse an den Samples war schon... Sehr gering. Sehr gering, genau. Ganz arg gering. Also ich glaube, man könnte auch
20 Flaschen verteilen, wenn man nur irgendwo sagt, wir verteilen. Ich glaube, jeder, der so eine offene Flasche gepostet hat, der hat hinterher 15, 20 Nachrichten gehabt. Naja, ich habe ja mein Bild direkt von der Post gepostet, sind ja zwei Flaschen drauf. Ja, du kannst ja eine abgeben. Mhm. Ja. Ich habe dann bei der offenen Flasche reingeschrieben, at all. Alles. Also alles A, verteilt. Punkt. Ja. Ja, es bringt ja nichts. Über die Base habe ich auch schon Anfragen gekriegt, mehr oder weniger. Ist ja schön. Oder? Ja, eigentlich verrückt, oder? Du stellst einfach nur deine Flaschen in der Base rein. Die Leute sehen, dass du mehrere hast und zack, kriegst du Anfragen. Ist schon Profi-Tipp. Wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Ne? Nein, ich habe jetzt, ich habe einige Flaschen nur auf Freunde. Ja. Ja. Und ich werde aber, selbst da werde ich wahrscheinlich noch mal ein paar Flaschen komplett. Weil deine Freunde sind nämlich auch Schweine. Ich komplett aus deine Freunde stehen. Sind auch Schweine. Ja, manche. Habe ich schon mitgekriegt. Oink, oink. Also bei mir kannst du ruhig alles anlassen, ich bettel nicht. Da bin ich nicht der Einzige. Ja, ich habe auch. Ich kenne einige Leute, die sagen, hier muss man wieder ein paar Flaschen verkaufen. Ich schalte jetzt mal mein Privat Sammlung ein, ja. Tja, kann euch nicht viel sagen zum Whisky. Ist einfach schön. Also wirklich schön. Der komplex, vollmundig. Komplex, ja. Das ist wie eine neue moderne Semmel, wo du den ganzen Luft reinbeißt. Oder früher alte DDR-Semmel, wo es mal voll ist von oben bis. Und das hast du da. Ja. Ja. Ich war gestern, das sind Vergleiche, ne? Ich war gestern im Supermarkt und habe mir gedacht, nee, ich kaufe jetzt nicht am SB diese blöden Auffahrbrötchen. Ich möchte richtig Bier zum Bäcker, der im Rewe mit drin ist. Mhm. Und was sehe ich? Auch da so blöde Convenience, wir backen sie im Store auf Brötchen. Und dann habe ich gedacht, na toll. Es gibt, es kommt aber immer. Roma so viel, nein, es kommt immer mehr. Kommt immer mehr. Ja, dieser Dorfbäcker, das ist halt kaum noch. Ja, oder sie haben Teiglinge, die sie praktisch vorfertigen. Die kommen dann, klar. Und deshalb kannst du ja sagen, mittlerweile ist es egal, ob jetzt bei dem Bäcker oder ob du gleich beim Lidl, keine Ahnung, irgendwo was mitnimmst. Ja, ich muss sagen, aber wir haben noch einen richtigen Bäcker. Wir haben einen richtigen Bäcker. Der weckt halt einmal früh um. Genau. So groß war das Brezel halt mal. Ui. Ja. Ist das? Ja. Also nicht Standard eigentlich. Das war zu früh aufgestanden. Unfall. Russland hat halt auch jetzt, ne, Krieg, ne, muss man ein bisschen sparen. War das nicht früher, hat man den Metzger, den Bäcker nicht ins Wasser getäuscht? Das war ganz extrem Sherry. Ja gut, der Bäcker, muss man sagen, der ist 85. Okay. Jetzt hat er sich aber wieder. Ja, jetzt kommt bei mir jetzt kommt jetzt wieder, ganz extrem der Sherry. Wieder Sherry. Aber auch eine gewisse. Mit Süße. Ja, es zeigt sich aber als Pilzholz. Finde ich jetzt. Bitterkeit auf dem Gaumen. Er wird schon ein bisschen bitter, ne? Ihr habt es bitter, jetzt muss ich aber. Also, weil ich bin ja da hyperempfindlich. Ja, gut, aber bei Sherry. Bei Sherry bist du ja nicht so bitter empfindlich. Hm. Hm. Ach, ja. Ein bisschen pfeffrig an den Seiten. Mhm. Auf Grund zu sagen, es ist schon ein Erlebnis. Ja. Das nächste Fass soll der Pit gleich uns einfach so. Mir geben. Das kann er uns geben. Einfach uns geben und nicht mehr den Aufwand machen mit dem selber botteln. Das machen wir selber. Bitte, du machst die Etiketten. Kein Problem. Easy noch. Going. Das Abfüllen kriegen wir auch hin. Ja, wir heben einfach die alten Flaschen auf, ein bisschen auskochen. Müssen wir nur noch ein paar dazu kaufen wahrscheinlich. Wann kam eigentlich der letzte auf den Markt? Ich glaube, das war. Ich weiß es ziemlich genau, weil Jan hat auf die Finger gekriegt, weil er der erste Flipper war vom Volks und ich war zufällig gerade mit Jan in Puttgarden auf der Messe und das war 2019, also Ende 2019. Da kam der Volks raus. Und da war ich noch nicht dabei.
Und da habe ich mit Patrick geschrieben. Ja. Und dadurch bin ich dann bei den Bottle Boys aufgeschlagen. Ja. Der Rest ist Geschichte. Dann ist es ein bisschen eskaliert. Minimal. Das heißt, es ist eigentlich deine erste richtige Bottling, wo du dabei warst jetzt. Wo ich jetzt gekriegt habe vom Pit direkt, ja. Und die ganzen Kreuze und Löwe und Volks habe ich so gekauft. Waren alle teuer. Krüger. Ja gut, die Volks ging, die habe ich für 200, noch etwa 200, 220 gekriegt. Ja, das ist okay. Die waren aber lange Zeit auch relativ vernünftig. Ja. Bepreist, aber jetzt sind sie auch... Naja, jetzt sind die günstigen weg und die Leute. Nein, weil er A quint. Ja. Weil er quint. Soll ich dich hochfahren? Mhm. Gut zu Fuß noch. Ich trage ihn. Wirklich schon mein Fahrrad rumgeschoben. Ja, weil er kann auch angehalten werden. War besser, da drin war Polizei gestanden. Wo? So ein Mehrfamilienhaus. Ich kenne auch noch was, was da war. Ruhestörung wahrscheinlich. Ruhestörung? Was ist das bei euch so? Ich weiß noch, wir haben hier irgendwann mal im Sommer richtig randaliert und da ist nichts gewesen. Mhm. Bei uns traut sich. Also keine Ahnung, du wohne irgendwelche. Ich lege einfach irgendwie so eine Aufzugmusik über den Teil. Das geht online, Kutscher. Irgendwann. Das ja, man kann ja gewisse Teile rausschneiden. Man sieht ihn ja nicht. Genau, man sieht ihn ja nicht. Man hört nur Stimmen und man sieht sie auf dem Bild nicht. Was ist denn hier los? Erstmal ein Schluck Bier dazu, jawohl. Ja, jetzt gibt es erstmal Dinkelacker. Das gute Dinkelacker. Bitter wie nix. Ich habe versaut. Ich habe kein Bier mehr. Echt? Ich muss noch einen echten Gringo. Endlich! Endlich komme ich mal ins Gringo. Ein paar Flens habe ich noch. Und die überfahren. Ich kann da nichts anbieten. Ich habe selber nichts mehr daheim. Außer so 5-6 Flaschen Faust. Aber das war es dann auch. Faust? Faust? Bis zu euch kommen. Kommt ja von uns. Bis zu euch kommen. Wow. Ja. Aus Mildberg. Ja. Aber jetzt bin ich gern. Nazi-Bier. Trinke ich auch gern. Nazi-Bier. Ah, ich. Ja, früher hat er gesagt, Rotfront genossen. Ich aber. Nazi-Bier. Ja, gut. Piep, piep, piep. Endlich mal ein Video mit ordentlich politischem Sprengstoff. Ja, da hatten wir vor 3 Jahren einen ganz witzigen Beitrag auf Facebook. Ja, ja, wo du deinen Geburtstag vom. Ja. Hat auch zur Geburt von dem Kleinen hat ein Faustbier. Da kam auch so eine Diskussion auf von wegen, scheiß Nazi, du Nazi. Okay. Ja, warum ist es eigentlich, das hat er überhaupt nicht so völlig aus der Luft gegriffen. Ja, ja, logisch. Faust hat damit gar nichts zu tun. Ich meine, das kam mal bei dem Bembel, da war irgendwas. Da war aber der Typ, der den Vertrieb oder die, also die Lizenz genutzt hat. Der vorne dran war irgendwie, ja. Steht unter noch genau. Ja, genau. Aber ich glaube, sie haben sich ja getrennt mittlerweile. Ja. Naja, da. Sind immer. Oh, ganz schön ist das. Du bist ganz traurig, dass du ein paar Flaschen hast, gell? Unheimlich. Ja, naja. Was hab ich? Ich bin traurig, dass ich nur einer habe. Faustbier. Renato, das ist so Flasch, die kannst du zum Jens mitnehmen, wenn dreierisch, wenn du wieder dein Raritäten-Tasting machst. Scheißegal, was für alles Zeug die dabei haben. Man merkt, dass da alle Komponenten mit am Start sind. Du meinst jetzt die Komponente, den Select? Das ist ja auch wieder was dann nicht jeder hat, was nicht jeder kennt. Ja. Es ist ja schwierig, wenn die alle alte Malz auf den Tisch packen und solange bin ich noch nie dabei und die dann haben, versuchst du irgendwo was, ja alle, irgendwas musst du ja mitnehmen. Und die haben ja alle relatives, gar nichts mehr drin. Die haben wenig Alkohol. Ne? Ja. Riecht wie Asche. Ja. Das ist beim Luffy das, was übrig bleibt. Feuer, Asche. Mhm. Ja, das ist halt Luffy. Freug. Frog. Frog. Bessie. Bessie. Also, ist das so ein Gartenfrosch da, den du da nicht dann kannst? Ja, das ist ein Keramikfrosch. Hat eigentlich jeder irgendwo rumstehen. Hau mir ab. Also vielen Dank. Ich hab zu danken. Ich muss das aufpassen, dass er die Kamera nicht umschmeißt. Nö. Bom.
Gute Versicherung zahlt es. Ja, das war aber sehr zart. Ich glaube, ich starte jetzt nochmal die Aufnahme neu, dann können wir den Rest auch noch aufs Video packen und dann. Also, schönen Abend. Danke, danke. Ciao. Fürs Fahren. Gerne. Ciao. Immer wieder. Das war jetzt schlecht fürs Angebot. Auch. Ja, da kommen wir gerne drauf zurück. Ja, ich muss jetzt eh gucken. Ihr wart angenehme Fahrgäste. Ja, ja. Schnauze gehalten. Also, tschüss. Tschüss. Jo. Tschüss. Ja, ist aber für eine Notes ist es relativ schwierig, gell? Ich bin überwältigt, muss ich sagen. Ich komme an der schweren Distille, der Charakter komme ich noch nicht vorbei. Also ich schmecke die extrem. Und wahrscheinlich müsste ich morgen am trockenen Dram mal riechen, wenn ich quasi ein bisschen Distanz habe, weil dann hilft so ein bisschen, dass ich da so, okay, jetzt habe ich da auch die Kirsche oder was da halt noch. Ja, das ist schon viel. Ich finde, ja. Er hat extrem viele. Aber da kannst du den ganzen Abend um mit dem Dram beschäftigen. Ja, genau. Das ist jetzt einfach halt, still lassen, riechen. Vielleicht ist jetzt auch, nachdem wir heute den ganzen Tag in der Sonne gebrutzelt haben, vielleicht ist das jetzt auch nicht die beste Klima für heute. Also, aber wir wollten ja, und schön, dass wir jetzt noch fürs Video uns zusammengehockt haben und ich die Kamera nicht wieder für umsonst auf die Gegend gefahren habe, wie bei einem gewissen Ausflug ins Miski-Museum. Übrigens, ihr müsst unbedingt alle dahin fahren, wenn es im September dann endlich offen hat. Ja, offen hat es, ist ja da aber dazu nur noch Terminabsprachen ja, offen. Also ist ja nicht so, dass das Öffnungszeiten hat. Ja, aber kriegt er über Slow Drink, ja, dann ja. Kriegt man das dann schon mit. Ich denke, er wird dann schon auch, wenn er wieder aufwacht, wird er wird dann bestimmt eine Eröffnungsparty oder irgendwas Größeres ja, machen. Founder-Party. Ja, genau. Ja, ja, hat er gesagt. Aber ja. Nicht kein Riesen-Event, sondern eher so, ach so sanfter Einstieg, weil er kann nicht alle Leute auf einmal, es geht ja nicht. Das stimmt. Ja. Und verständlich. Also auf jeden Fall schon mal eine Empfehlung. Ich habe letztes Wochenende ein paar Flaschen reingetragen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Ich habe jetzt eine ganze Woche gebraucht, um meinen Rücken zu erholen. Von den Geldscheinen. Ja, von den Euros und Hartgeld ist schwer. Ja. Er wechselt sich aber auch extremes. Das Ding ist schon, also ich muss ihm, ich weiß auch nicht, wie er das immer hinkriegt, ob das tatsächlich der Kniff ist, dass er einfach die alten, richtigen Flaschen mit ins Fass gibt. Und dann quasi den Angel-Share wieder anzugleichen und das dann irgendwie, das macht die so vielschichtig. Hat er die Möwe auch gehabt. Also ich weiß noch, als die rauskam bei der Empfehlung, das habe ich dir ja auch erzählt, die ins Eisfach zu packen und tatsächlich, das macht man bei Whisky ja gar nicht, dass man gekühlten Whisky anfängt und dann den langsam, der wird warm und dann verändert er sich dauernd und das macht jetzt eher, ohne dass man großartig. Gut, die Möwe macht es ja auch ungekühlt, das ist ja auch ein Chamäleon, also ja. Finde ich schon. Ja, ich gehe mal kurz. Aber jetzt habe ich komischerweise erst mal Alkohol gehabt. Ich gehe kurz neu starten, dann können wir den Rest noch gut schnippeln. Ich habe Alkohol gehabt. Eben. Könnt ihr noch irgendwelche Schimpfwörter sagen, wenn ich nicht in der Kamera bin? Wir machen jetzt praktisch quick and dirty. So wie Olaf, den haben wir heute auch gesehen. Grüß dich, Olaf. Hi, Olaf. Ja. Wir haben ja auch unseren Liebling getroffen, ich habe ihn aber nicht angesprochen, auch wenn ich ihm so viele Worte hätte sagen wollen. Aber eigentlich, so viele Worte sind es gar nicht. Die bösen Worte, die man hier nicht nennen darf. Oder ich poste endlich mal den Sticker, den wir in der Gruppe haben. Ja. Jetzt ins Video so. Ja, und dann einfach die Preise. Und die Magic! Preise. Ja. Der aufruft. Es gibt aber andere Typen, die ja ähnlich unterwegs sind, aber die machen es halt ein bisschen geschickt, dass wir jetzt, keine Ahnung. Die darf ich jetzt, dann schneide ich es raus, ich sage jetzt einfach mal was. Jens Gehlert. Ja. Der wartet wenigstens ein paar Wochen oder ein paar Monate, bis ja. Die Flasche weg sind und das ist die erste Welle weg und dann packt das in seinen Job rein. Und dann, und das ist ja in Ordnung, der hat sein Geschäft darauf aufgebaut. Ach, ja. Das ist der Limited. Ja, genau. Ja, aber es ist für mich in Ordnung. Ich meine, der kriegst Flasche, wo ja. Ne, so, und der hat sein Geschäft darauf aufgebaut. Und, aber es ist halt nicht so,
Direkt am ersten Tag hier keine. Macht der Wort auch so, ne? Witzig, hä? Ja, der hat ja. Der Wort, bis der Hype rum ist und dann haut er die Dinger neu und verdient trotzdem sein Geld. Ja. Ja, genau. Ja, den Teil macht er gleich und dann guckt er, ja. Oh, okay, dann machen wir es halt ein paar Wochen später. Ja, was mich mal. Ja ärgert, dass es. Bei Wort steht, laut Aussage, keine Ahnung, von unserem Freund, steht ja auch noch eine. Mehr als eine Kiste Black Bowmore im Lager. Von welchem Freund? Also die Info habe ich auch schon mal irgendwo. Ja, ja, die hat er gerne erzählt, die Info. Dass da noch eine ganze Charge auf der Palette, also eine ganze Lage. Ach, ich weiß, jetzt weiß ich, wen du meinst. Ja, oh, ja. Ja. Wir hatten mal Freunde. Na, Juri, endlich streichelt dich einer, ne? Der Juri ist dein Freund. Der flüstert mir auch immer Sachen zu, vor allem wenn ich ihm dann Fleisch zustecke und dann kotzt das nachts wieder ins Flur. Ja, und Billy muss es wegputzen, super. Juri Girona. Jetzt ist er beim Chef. Ruhig die Mama. Ja, ich möchte nicht wissen, was bei manchen Händlern noch so rumsteht. Ja, und wie ihr seht, wir sind auch extrem tierlieb. Und haarlieb. Gut, es gibt ja auch bei den Händlern Sammler. Ja. Ja, es gibt auch Händler, die einfach bei den Inventur merken, dass sie das und das noch rumstehen haben, was sie gar nicht mehr auf dem Schirm hatten. Ja. Ja, man muss auch sagen, es gibt ja neben denen, die jetzt wirklich versuchen, bei den Spezialbottlings richtig Kohle raus, gibt es ja auch die normal kalkulierenden Händler und die immer sauber arbeiten und trotzdem ihren Schnitt machen. Ja. Es gibt da ja Leute, die haben so Comic-Labels auf ihren Flaschen und die haben da neulich ein Video drüber gemacht und seitdem muss ich sagen, ich hätte jetzt auch wieder mehr Lust, so Flaschen mit Comic-Labels zu kaufen. Ja. Ja, weil es fair ist und weil es korrekt ist und weil es nachhaltig ist und nicht. Ja. Ja. Kurzfristig. Na, ich war heute auch lustigerweise am Stand von unserem Freund aus Wiesbaden. Da sind ja wirklich, ist ja gelaufen. Ja, aber ich will keinen Cent würde ich bei dem lassen. Gibt es genug anderes. Zum Beispiel Jens Heiler. Das sind dann die Leute, die auch überall dann online rumschreien, ja, bei dem kaufe ich nichts mehr, weil die Flasche so teuer war. Und dann drei Wochen später hat er irgendeine Flasche für 5 Euro weniger wie jemand anders und dann springen die Leute wieder hin. Das ist halt die Krux. Das ist das Schade, dass die Leute immer nur, wenn es ums Geld geht, dann doch irgendwo kaufen bei D12 oder irgendwas. Und, Aber das Wenigste ist doch, dass die Leute das Zeug kaufen, um es aufzurupfen, sondern meistens um irgendwo zu bunkern und in der Absteigung rauszuholen. Ja, ich muss auch sagen, ist es mittlerweile so. Ich finde, wenn. Ist ja auch auf Messen, die machen ja trotzdem ihren Schnitt. Richtig. Na, aber heute, du hättest ja am Heilerstand hättest du ja die offenen Springer kaufen können. Und die Preise waren, ich sag jetzt mal, gemessen am Internet, war der Springer 15 mit 129 Euro eigentlich. Fair bepreist? Also, nehmt mich nicht voll, ne? Fair, ne? Normal. Normal. Und ich glaube, wenn man sie offen mitgenommen hat, dann wäre es 90 Euro gewesen. Ja, das ist korrekt. Genau. Ist gut. Also. Ja, so ein offener Preis ist einfach. Und dann, also ich habe jetzt noch daheim eine mit 30 CL drin. Ich muss den jetzt nicht. Hat Dirk Lumpen, der hat auch die Flaschen ohne Kapsel gekauft und dann. Ja, so stimmt, hat er mit. Ja. Wenn er sie dann für ein paar Cent kriegt, ist ja alles gut. Ja. Einfach, also normalen Preis. Ich muss jetzt, meine Güte, habe ich viel Aufwand. Das ganze Video muss ich da immer irgendwelche Namen zurecht piepsen. Wieso, der kannst du lassen? Kannst du auch einfach rausschneiden. Ja gut. Ich bin aber heute das erste Mal auf der Messe erkannt worden. Das ist ein bisschen gruselig. Tja, der Grinch wird berühmt. Mit meiner riesen Gefolgschaft an Followern. Stimmt. Ja. Das Schlimme ist aber, der Adrian weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich kenne ihn noch früher aus den Sample-Teilungen. Ich habe aber, der Name ist mir einfach nicht... Ein alter Bestandskunde. Ja, sowas. Alter Bestandskunde. Fällt mir, wenn ich das Facebook-Profilbild sehe, dann fällt es mir wieder ein. Ich bilde mir ein, ich habe auch heute einen Torben gesehen. Cool, Mann. Piep. Aber habe ich auch wieder keine Zeit gehabt. Und hier, Ronny habe ich auch gesehen und auch nicht angequatscht. Also Messe war heute echt schön. Also nach 2 Jahren Messepause war schon
nicht schlecht. Man muss auch sagen, das Essen war okay. Also hatte ich schon schlimmer. Ja. Zum Beispiel bei Feingeist, die Eröffnung, diese komischen Pfannkuchen mit Fleisch drin. Oder Guinness aus Plastikbechern. Ja, genau, Guinness aus Plastikbechern. Ja, oder die Verpflegung im Puttgarten. Ja, das ist, also da schlankerst. Kennst du den Stand vorne, wo er so eklige Bratwürste verkauft? Mhm, ja. Außen? Das war auch bei der Whisky-Messe die einzige Möglichkeit, Essen zu kriegen. Und weißt du, wo ich war? Ein Stückchen bei der unten, ja, Richtung da. Hafen, bei dem Fischstand. Genau, da, aber der war an dem Tag. Die Preise waren in Ordnung, also ja, verhältnismäßig in Ordnung dafür. Und nee, der Fischstand war an dem Tag dicht. Da war, das ist natürlich kacke. Genau. Und die haben Mopede nehmen offen. Also ich bin nicht öfter schon im Bordershop beim Puttgarten gewesen. Ja. Musste Glück haben. Ja. Also bei uns hatten beide offen, weil der Kleine wollte unbedingt seine Bratwurst, klar. Ja, unser Alpaka-Züchter ist jetzt zum Rauchen aus dem Bild gelaufen. Ja, der möchte quasi nicht, dass schädliche Sachen. Er hat keine Skrupel hier. Züchter, weil alle drei sind schwanger. Interessant. Also, zum Whisky. Kilbride Killer ist für mich echt ein Killer, also kommt auf jeden Fall in meine Top-Liste bisher in dem Jahr. Ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, welcher, also eins oder zwei. Ich weiß jetzt nicht, was noch kommt in dem Jahr, aber es wird schon eng für drüber gehen, vor allem für den Kurs. Also man muss ja dazu sagen, man muss Clubmitglied sein und ich finde die Idee cool. Und ich hatte jetzt schon die Möglichkeit, vorab mal ins Museum zu schlappen. Also ich finde auch, dass man sich daran beteiligen konnte und ich sag mal Fanclub oder was auch immer, wie man es nennen will. Also einfach, und dann, wenn da irgendwann mal Tastings stattfinden, das ist einfach ein Bomben-Location. Zieh mir, warum grinst du so? Ja, ich mach zu viel Werbung, ne? Weil er die ganze Zeit dort war. Ja, du Elektromeister. Ihr kennt's ja. Alles gut. Alles gut. Ja. Nee, ich freue mich schon einfach mal dort zu sein. Und wohnst du hier, oder? Nee, der ist nur zu Gast hier, der kommt ab und zu mal vorbei. Na gut, er arbeitet viel, vielleicht ist er kaum zu Hause. Da freue ich mich auch schon drauf, ja, auf das Whisky-Museum. Das ist echt. Die Bilder sind schon richtig nice. Ja. Also schön mal so an die Theke hocken oder in so einen Sessel reinflitzen. Und natürlich die ganzen Vitrinen abzulaufen und rumzugucken, was da alles so drin steht. Ich finde es ja schon mit den leeren Flaschen drin, war es ultra beeindruckend. Aber das war ja quasi, ich sag mal, Platzhalter. Jetzt sind sie ja beschäftigt, die richtigen Flaschen reinzusortieren. Ja, wird super. Also ich glaube, als Tasting-Location eignet sich das auch gut, ist auch von den, ich sag mal, von der Umgebung cool, weil man nach dem Tasting gut ein Hotel findet. Also, und halt die Verpflegung, ja, ist auch gut. Also das passt wie Arsch auf Eimer da. Ja. Ich kann ja zwar den Schweinebraten nicht empfehlen, aber da bin ich einfach verdorben vom Franz. Grüße gehen raus an Franz. Hallo Franz. Hallo Franz. Hallo. Oh. Oh. Ich hatte von Franz noch keinen Schweinebraten. Ich bekomme einen großen Braten auch noch nicht. Ja. Franz? Dann müssen wir uns mal beim Franz einladen. Ja, momentan ist es ein bisschen schwierig mit dem Ausmachen. Auch Pille. Ist immer gar nicht so einfach, da Termine. Die sind alle so beschäftigt. Ja, sind alle so beschäftigt. Gut, dass man noch mehr Freunde hat. Ich hätte heute gern Tarek dabei gehabt. Ja, der ist leider auch beschäftigt. Er hat ja noch, ich habe mein Telefon liegen. Er hat gemeint, vielleicht kommt er danach, dem wir auf der Messe waren, vorbei. Aber ich denke, der wird es dann auch im Ruhigen machen. Der schöne Döner hoch mit dem Bünde, oder? Ja. Wir haben mehr oder weniger eigentlich schon einen Termin irgendwie gemacht. Ausreich, okay. Auf, er hat ja auch gesagt, er war da mal bei mir zu Besuch. Ich muss mal bei ihm Couvreux-Tasting machen, weil er hat ja einige offene. Und da bin ich ja auch heiß drauf, aber das ist halt auch, muss halt Zeit finden. Ich bin ja eigentlich auch so spontan wie eine Wanderdüne. Jetzt bei dir kann ich es mir gerade einrichten. Ich weiß aber, wann du wieder nach Erburg pendelst. Ja, schönes Ding. Also echt, ich mache jetzt so Fazit. Muss ich so Fazit sagen? Also Fazit. Auf jeden Fall 5 von 5 Grinch-Gesichtern. Ich meine, meine mit Taster können das bestätigen, glaube ich. Keiner, voll dabei. Ganz weit vorne, ja. Ja. Ich sortiere den jetzt auf jeden Fall vor den Mordlach 22 auf dem Strahl. Bei der Möwe muss ich mal gucken. Also ich denke, wenn der Luft kriegt, dann kann er den tatsächlich wegkegeln. Wahrscheinlich. Einfach, ja, Punkt. Ist aber auch eine andere Distille als die Möwe.
Also, und die taugt mir jetzt. Naja. Ja, Fairness. Pitt schreibt aus gutem Grund kein Alter drauf, aber ich weiß, wie es entsteht. Das habe ich auch beim Volkswissi schon gesagt und das finde ich okay. Deswegen gibt es trotzdem Daumen rauf, auch wenn da kein Alter draufsteht, weil für das, was man da im Whisky kriegt, ja, das ist jetzt einfach preislich super gut. Und Nachkauf-Fan, jederzeit zu dem Preis, wie es übers Museum ging und wegen mir auch ein paar Euro teurer. Aber ich glaube, der Markt ist jetzt eh leer gefegt, einfach weil die Nachfrage viel größer war als das Angebot. Also Gott sei Dank Clubmitglied und ja, freut mich sehr. Also gerne wieder. Voll dabei. Ja, gerne wieder. Ja, sofort. Mit ziemlich grinst, weil ich so viel Werbung mache. Pitt, übrigens, die zwei Flaschen für das Video kannst du mir dann per Post schicken. Danke. Ja.